Okay, Leute. Ich brauche euch sofort oben im Kontrollraum. Okay, Leute. Wir alle wissen, worum es geht. Beta, Gaia und um das Leben auf der Erde. Die Zeniths wirken vielleicht unverwundbar, aber das sind sie nicht. Wir sind stark genug, in ihre Basis einzubrechen und sie zu besiegen. Uns hilft sogar eine von ihnen. Tilda, zeig uns die Basis. Sie wurde auf den Ruinen einer alten Militäranlage auf einer Insel im Südwesten errichtet. Ich kann uns dorthin und hineinbringen, unentdeckt. Wie genau? Das wirst du später sehen. Wenn wir drin sind, ist das Bauwerk unser Ziel. Der Startturm. Gaia und Beta werden oben gefangen gehalten. Doch auf dem Weg werden wir starken Widerstand spüren. Hauptsächlich von Gerard, Eric und den anderen. Aber sobald ich ihre Schilde deaktiviert habe, sollten sie kein Problem mehr sein. Aber es ist leichter, das Gerät einzusetzen, wenn es jemand anderes trägt. Jemand mit ordentlich Kraft. Etwas tragen? Das schaffe ich. Selbst wenn dein Gerät funktioniert, wird ein Schwarm Phantomdrohnen auf uns warten. Hätten wir nur eine Armee, die sie besiegen könnte. Das habe ich im Griff. Das wirst du später sehen. Okay, wir treffen uns wieder, bevor wir reingehen. Wo ist der beste Treffpunkt? An der Küste, direkt gegenüber der Insel. Wenn wir da sind, zeige ich euch den Weg. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich am Treffpunkt bin. Dann kommt ihr dazu. In der Zwischenzeit tut alles, um euch vorzubereiten. Verstanden? Ihr beiden? Auf ein Wort? Tilda half mir beim Kontakt mit Beta. Sie hatte etwas Wichtiges zu sagen. In der Basis gibt es eine Vorrichtung, die Regulator genannt wird. Hier. Wenn wir drin sind, müsst ihr zwei euch von den anderen trennen und ihn zerstören. Also bringt Sprengstoff mit. Dann halten wir die Drohnen auf. Alles hängt davon ab. Seid ihr dabei? Danach müsst ihr einen Weg finden, das Zenith-Netzwerk zu infiltrieren. Wie? Geht alle Daten durch, die Beta zurückließ. Sie wusste einen Weg, da bin ich sicher. Okay, aber wieso? Was ist denn mein Ziel? Finde Informationen über die Zeniths. Alles, was Tilda uns verschweigt. Mit einer Sache hatte Silence recht. Wir können ihr auf keinen Fall vertrauen. Ich versuche es. Pass auf sie auf, okay? Bei meinem Leben. Brauchst du etwas? Bravo! Du hast einen Zenith auf deine Seite gezogen. Erklärst du mir das? Keine Chance. Ich dachte, die Waffe wäre bereit. Es gibt immer etwas zu verbessern. Aber deshalb bist du nicht hier.
Ich vermute, du willst meine Motive verstehen. Also, frag ruhig. Seit wann bist du so entgegenkommend? Seitdem du einen warten lässt. Und da du doch recht erfolgreich bist, will ich großzügig sein. Okay, dein großer Plan, alles, was du während der letzten Monate eingefädelt hast. Mal sehen, ob ich alles verstanden habe. Hades hat dir von den Zeniths erzählt, als du ihn befragt hast. Dann hast du dir einen Plan überlegt, wie du sie mit einer Tenakt-Armee und der Waffe besiegen kannst. Und damit die Tenakt für dich kämpfen, hast du, oder besser gesagt haben die Söhne des Prometheus, Regalas Rebellen mit Überbrückung ausgerüstet. Wolltest du mich was fragen oder hechelst du immer noch hinterher? Du hast die ganze Zeit, sogar bevor ich die Koordinaten am Turm gefunden habe, Ränke geschmiedet. Warum hast du es mir nicht einfach gesagt? Als ich erfahren habe, dass die Zeniths zur Erde zurückkehrten, habe ich Pläne gemacht. Ich wusste, dass ich eine Tenakt-Armee für einen Angriff auf die Zenith-Basis brauchen würde. Die Verluste wären extrem. Und ich wusste, dass du ein solches Opfer nie erlauben würdest, auch wenn es nötig ist. Also habe ich eine Möglichkeit gefunden, dich aus der Gleichung zu nehmen. Im Hades-Testlabor. Warum schufst du die Söhne des Prometheus? Für Überbrückungen brauchtest du Asera gar nicht. Sie waren eine nötige Absicherung. Meine Zeit mit Hades und der Eklipse hat gezeigt, wie riskant es ist, direkt involviert zu sein. Durch die Söhne des Prometheus konnte ich meine Pläne in die Tat umsetzen. Und trotzdem anonym bleiben. Nur Asera gegenüber nicht. Wie hast du sie dazu gebracht, für dich zu arbeiten? Ich wusste, dass der Osseram-Denker Derval eine Mitarbeiterin hatte, die seinem Angriff auf Meridian entkommen ist. Sie zu finden und sie zur Zusammenarbeit zu bewegen, war einfach. Sie wollte schaffen, wobei Derval versagt hatte. Also hast du ihr Regala versprochen. Und die Tenakt. Asera sollte mit dir eine Maschinenreiterarmee erschaffen, die Meridian so sehr brennen sehen wollte wie sie. Und so entstand eine Partnerschaft, die von Blutdurst und Egoismus genährt wurde. Du denkst, dein Plan wäre wasserdicht gewesen. Ja. Im Hades-Testlabor sollte ich mich den Zeniths ergeben. Sie hätten mich fast umgebracht. Bei allem, was ich über sie wusste, war mir klar, dass sie dich nützlich finden würden. So warst du nicht in Gefahr und noch wichtiger, aus dem Weg. Also wusstest du wirklich nicht, dass sie einen Klon von Elizabeth hatten? Nein. Leider hatte ich keine Möglichkeit, dieses Detail herauszufinden. Detail? Wenn das nicht gewesen wäre, wären wir heute nicht hier. Erzähl mir von der Waffe. Wie funktioniert sie? Ich habe das Liefersystem überarbeitet. Es sendet jetzt einen weitreichenden Welleneffekt aus. Das beantwortet meine Frage nicht ganz. Nein, aber ich wäre ein Narr, wenn ich dir alles erzählte. Immerhin hast du deinen Plan für die Zenith-Drohnen doch aus demselben Grund geheim gehalten. Ja, selbst du weißt, wie wertvoll sinnvolle Geheimnisse sein können. Du weißt, dass die Waffe funktioniert. Die Frage des Wie geht eigentlich nur mich etwas an. Warum solltest du Regala helfen? Für eine Armee hättest du einfach zu Hecaro gehen können. Vor Regalas Rebellion ging es Hecaro nur um den Kampf gegen die Maschinen und die Freundschaft mit den Kaja. Selbst wenn er mir zugehört hätte, hätte er seine Truppen nie in den Kampf gegen eine Gefahr geschickt, die er nicht versteht. Also war es einfacher, einer blutrünstigen Verbanden zu helfen? Ja. Viel einfacher. Regala wollte nur Krieg. Krieg mit den Kaja und allen, die die Tenakt bedrohen. Sie hätte den Stamm ohne zu fragen in den Kampf geführt und das war genau das, was ich brauchte. Ich hatte da draußen ein paar Begegnungen mit den Quen. Sie kamen über das Meer. Und? Ihr ganzer Stamm formte sich um die Entdeckung der Fokusse. Eine, Alva, hat sich mir sogar angeschlossen. Willst du nicht mehr über sie wissen? Nein. Sie haben zufällig das größte technologische Artefakt aus der alten Welt gefunden. Und was haben sie damit gemacht? Sie haben das Wissen in Mythen und Verboten versteckt und ein Pantheon aus machthungrigen Bossen geschaffen. Naja, so haben sie auch Theben gefunden. Haben sie das?
Diese Begegnungen mit den Quen, die ich erwähnt habe. Bei einer davon habe ich an ihrer Expedition nach Theben teilgenommen. Am Ende haben wir Pharaoh gefunden. Du benötigtest die Omega-Freigabe. Und wie war das so? Schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Er hat ganz allein das menschliche Wissen ausgelöscht. Es war sicher immer noch gnädiger als das, was er verdient. Lass mich raten. Du hättest ihn zusammengekratzt, um sein Hirn zu sezieren. Wie bei Hades. Für den Anfang? Na gut, Silence, ich glaube, ich habe genug mit dir geredet. Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Und versuch nett zu Tilda zu sein, während du hier bist, okay? Ich kann keinen Streit brauchen. Ah, ja. Wegen deiner Zenith-Verbündeten. Ich frage mich, ob du weißt, mit wem du es zu tun hast. Jemand, der so lange lebt, so viele Katastrophen überlebt. Nun, unsere Ziele mögen dieselben sein, aber warte, bis sie das nicht mehr sind. Ja, das weiß ich. Erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Überleben ist nur eine Notwendigkeit, Aloy. Ich hatte gehofft, das wäre dir klar. Weißt du jetzt etwas oder nicht? Ich weiß viele Dinge. Aber hier habe ich ein Gefühl. Ein Gefühl? Das heißt, du hast Gefühle? Sogar du kannst dich wohl ändern, Silence. Ich hoffe, alle sind bereit. Der Kampf gegen die Zeniths wird nicht leicht. Aloy, nichts, was du tust, ist einfach. Aber jetzt musst du es wenigstens nicht allein tun. Danke. Du scheinst jetzt besser mit Irrend klarzukommen. Sein Musikgeschmack ist wirklich schlimm. Aber er hat sich entschuldigt, meinen Stamm beleidigt zu haben. Und das Bier, von dem er so schwärmt, ist gar nicht übel. Irgendwann schlage ich ihm trotzdem noch ins Gesicht, um unser Trainingspad zu beenden. Tu ihm nicht allzu sehr weh. Alle hier trainieren und arbeiten gemeinsam. Wäre Wahl nicht gewesen. Wäre nichts von dem passiert. Weißt du, da war diese eine Nacht, bevor du mit Wahl nach Gemini aufgebrochen bist. Er bemerkte, dass ich nicht einschlafen konnte. Ich war nervös wegen der Mission. Wir beide waren das wohl. Also bat er mich mitzukommen, in Gaias Kuppel. Er rief das Hologramm der Erde auf, das ihr in der Zenith-Startanlage gefunden habt. Wir saßen da und blickten es an. Mir wurde klar, dass Reinklang nur ein Punkt auf dieser Riesenkugel war. Und dass es in jedem Winkel von Leben nur so wimmelt. Und jede Angst vor unserer Mission war fort. Ich vermisse ihn sehr. Ich weiß. Ich sollte los. Ich gebe Bescheid, wenn ich zur Basis gehen kann. Doch vorher möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Welchen denn? Du hast mir diesen Fokus anvertraut und die höchste Aufgabe gegeben, die je ein Utaro erfüllt hat. Sollte ich im Kampf fallen, möchte ich, dass du meine Samentasche begräbst. Für uns beide. So. Dafür musst du am Leben bleiben. Lass uns alle versuchen, zurückzukommen. Okay? Nervös? Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nicht etwas angespannt bin. Der Plan wird klappen, wenn sich jeder auf seine Aufgabe konzentriert. Gut. Du sollst wissen, wie froh ich bin, dich hier zu haben, Alva. Was auch geschieht, ich bin froh, dass uns das Vermächtnis zusammengeführt hat. Hätte nie gedacht, tatsächlich einmal einen Ahnen zu treffen. Hör auf, siehst so alt aus? Kotalo wird dich in der Zenith-Basis beschützen. Ich habe keine Angst.
Ich weiß, Kotalo wird seine Pflicht erfüllen, so wie ich. Wenn wir dabei sterben, dann wenigstens an der Seite eines Freundes. Mir wäre es lieber, wenn ihr beide am Leben bleibt. Wir werden sehen, was wir tun können. Wirst du zurück über den Ozean fahren, wenn das alles vorbei ist? Ich weiß nicht. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Bedenken habe ich. Wenn ich zurückgehe, ich weiß nicht mal, ob ich den Fokus behalten dürfte, den du mir gegeben hast. Oder was sie mir antun würden, weil ich verbotene Daten gelesen habe. Selbst wenn mir erlaubt würde, weiter als Wahrsagerin zu arbeiten, wäre ich bereit, die Wahrheiten, die ich über die Ahnen gelernt habe, vom Rat der Aufseher auslöschen zu lassen? Wäre ich bereit, sie herauszufordern und meine Familie zu gefährden? Oder Federa zu verlieren? Wer ist diese Federa, die du erwähnt hast? Sie ist auch eine Wahrsagerin. Eine unserer Besten. In der Akademie waren wir stets Rivalinnen. Ich habe ihren Mut gehasst. Aber offenbar ist zwischen Hass und Liebe nur ein sehr schmaler Spalt. Wir kamen uns sehr nah. Und dann wurde ich der Expedition zugeteilt. Sie hat versprochen, auf mich zu warten. Egal, wie lange es dauert. Sehr schlau von ihr. Was Besseres kriegt sie nicht. Naja, ich weiß nicht. Ich schon. Der Rest von uns sollte die Zeniths lang genug ablenken können, dass du dich unerkannt in ihr Netzwerk hacken kannst. Aber du musst schnell sein, falls es nicht klappt. Was genau soll ich denn eigentlich finden, Aloy? Ich weiß nicht. Die Wahrheit, wenn wir Glück haben. Ich muss jetzt weiter. Ich werde am Treffpunkt sein. Möge uns die Wahrheit zum Sieg führen. Endlich legen wir los. Ich hätte nie gedacht, dass ich losziehe, um einen Haufen Unsterblicher zu töten. Von den Sternen. Ich höre die Trinklieder schon in meinem Kopf. Val macht es richtig, weißt du, dich herzubringen. Danke. Ja, Val. Ich wusste nicht, dass er eine Schwester hatte. Ich habe erst kurz bevor ihr nach Gemini gegangen seid, davon erfahren. Ich hatte wahnsinnige Angst, dass ich die Mission ruinieren würde. Also hatte mich auf einen Drink eingeladen. Aber wirklich nur einen. Wir sprachen über Familie. Vala, Ersa, Verlust und Rache. Wie du uns geholfen hast. Weißt du, wir haben den Drink, den du im Becken versprochen hast, nie bekommen. Und du hast nie erzählt, wie deine Schwester dem Sonnenkönig entkam. Wegen des Weltuntergangs sind wir nie richtig dazu gekommen. Es geht nichts über die Gegenwart. Wenn du Lust hast. Wenn der nicht richtig funktioniert, kannst du einen meiner Ersatzfokusse haben. Ja, der hat ganz schön Temperament, das ist alles. Hat mir schon öfter den Hintern gerettet. Es wäre falsch, ihn zurückzulassen. Und außerdem passt er zu meiner Kleidung. Ich wollte deinen Look nicht ruinieren. Sollten wir uns den Drink endlich genehmigen? Ja. Ich meine, ja, natürlich. Oh. Also, wie entkam Ersa dem verrückten Sonnenkönig Jiran? Naja, als erstes musste sie den Sonnenring überleben. Während des Krieges haben die Kaja pro Tag einen Gefangenen dort geopfert. Und wofür? Um im Kampf gegen Maschinen zu sterben. Als ob das irgendwie all die anderen verrückten Maschinen auf der Welt beschwichtigt. Pah! Als Ersa an der Reihe war, dachten die Kaja, dass sie sterben würde, wenn sie genug Maschinen reinschickten. Oh, tat sie aber nicht. Sie hat alle besiegt. Hat sogar einige von Jirans Falken mitgenommen. Der verrückte Sonnenkönig war wohl beeindruckt.
Er hielt es für witzig, wenn sie als Dienerin in seinem Palast bliebe. Er genoss es, sie so zu demütigen. Ich erinnere mich, dass du sowas erzählt hast. So traf sie Avad. Er half ihr zu fliehen. Ja, aber was du nirgendwo liest, ist, wie der junge Prinz Erscher aus dem Palast geschmuggelt hat. Er wusste, dass er keine Aufmerksamkeit erregen durfte, also hat er ihr alles besorgt, damit sie sich als Karja-Adlige verkleiden konnte. Parfüm, Schleier und alles. Ich habe das Gefühl, dass sie das nicht gerade gut fand. Oh, sie hätte sich eher unbewaffnet freigekämpft, als sich mit diesen Karja-Farben die Augenlider anzumalen. Aber Avad meinte, anders ginge es nicht. Also stimmte sie zu. Unter einer Bedingung. Avad musste sich auch verkleiden. Sie zwang Avad, sich als Adlige zu verkleiden? Parfümiert und gepudert wie ein Baby. Ersa fand, dieser Aufzug stehe ihm besser als die Krone. Das war bestimmt ein interessanter Anblick. Und es hat funktioniert. Sie haben es nicht nur geschafft zu fliehen. Sie haben einen Handelsreisenden bezahlt, Ersa zur Grenze zu bringen, ohne aufzufliegen. Du hattest recht. Die Geschichte passt gut zu einem Drink. Wie alle guten Geschichten. Ich sollte dann wohl mal los. Wir sehen uns am Treffpunkt. Mein Hammer ist bereit. So ist es mir auch am liebsten. Willkommen zurück, Aloy. Wollen wir uns weiter unterhalten? Ich sollte gehen. Ich treffe letzte Vorbereitungen. Ball fehlt mir. Es tut noch weh, an ihn zu denken. Ich weiß nicht, ob der Schmerz je ganz verschwinden wird, wenn ich diesen Mistkerl Eric finde. Wird er dafür büßen? Elisabeth und Tilda hatten eine Geschichte. Je mehr ich über ihr Leben erfahre, desto komplizierter wird es. Sie muss etwas in Tilda gesehen haben. Ich weiß nicht was, aber es scheint genug gewesen zu sein. Zumindest eine Zeit lang. Was abfahren? Und was für ein Gefühl hast du bei der Mission? Ich kenne nicht alles, was du geplant hast. Aber das ist egal. Wichtig ist nur, dass wir dir bis zum Ende folgen. Was immer das sein wird. Danke, Cotello. Ich bin froh, dass uns all das vereint hat. Du hast uns vereint. Und auch ich bin dankbar. Und übrigens hatte ich gehofft, dies wäre ein guter Zeitpunkt, zurück zum Bebenzahnort zu gehen und meinen Arm zu testen. Bevor wir die Mission beginnen. Gut. Ich sag dir Bescheid, sobald ich kommen kann. Danke. Wir konnten noch nicht darüber sprechen, was bei Gemini passiert ist. Es gibt nichts mehr zu sagen. Wäre er ein Tenakt, hätte Vals Mut ihm ein Ehrenbegräbnis im Hain eingebracht. Unter den tapfersten Kriegern unseres Stammes. Seine Taten waren der Zehn würdig. Wenn der Kampf vorbei ist, lasse ich mir sein Andenken auf die Haut tätowieren, damit es weiterlebt. Das wäre ihm sicher eine Ehre.
Was hast du jetzt, wo das Training vorbei ist? Auf dem Herzen? Das Bollwerk und die Kulrut. Und dass wir noch ein Wunder brauchen, um die Zenith-Basis zu überleben. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Das würdest du nicht. Also dann bis bald. Wird mir eine Ehre sein. Die Luft ist dick vor Hitze.